Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Gott hören? Jetzt ist es schon wieder gut. Gar keins. Oh, da müssen Sie mich nicht fragen. Ui. Weiss nicht so. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Gott hören? Gar keins. Ich bin. Glaubt nicht daran. Ganz einfach. Darf ich euch etwas fragen? Nein, danke. Ah. Glauben? Weihnacht? Ja. Viel Glück. Er ist vielleicht irgendwo rum, aber nicht, dass ich jetzt sagen könnte. Das Gefühl ist wie gross oder so. Euer schauen. Ja, das ist dann ein Hund. Also, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Gott hören? Kirche. Gibt es noch irgendein Bild? Ja, im Kreuz. Jesus am Kreuz. Jetzt wird es lustig. Ich hätte eine Antwort. Ja, sag. Universum. Ja. Schwierig. Weihnachten, weiss das auch nicht. Ja, momentan Weihnachten. Und dir? So ein Überbegriff für verschiedene Sachen, die so für mich etwas bedeuten. Ja, Gott, das ist... Ja, gibt es verschiedene Namen für Gott. Ja, und ein Bild, kommt Ihnen ein Bild in den Sinn? Also so ein Kindheitsbild, so ein alter, älterer Mann mit einem langen Bart. Oh, jetzt wollen Sie wieder viel wissen. Liacht. Oh, keins. Ja, und was stellst du dir vor unter Gott? Kein optisches Bild. Es ist ein Bild, das sich laufend entwickelt. Oh, shit. Ich kann nicht genau sagen. Ich habe einfach meine Vorstellung. Ich bin katholisch erzogen worden. Und ja, ich glaube daran. Alles. Alles? Ja, also er hat ja die Welt erschaffen für mich. Und ist eine wichtige Person. Weihnachten, Christbaum. Alles, was mit Kirche zu tun hat. Kirche. Bild, das Gefühl oder... Steuern. Was? Steuern, ja. Tja, viele Leute denken an Gott und ja, die katholische Kirche und die evangelische. Ja. Ja. Was hast du für ein Bild oder einen Gedanken, wenn du Gott hörst? Ich weiss nicht. Weihnachten, Engel, kommt man auch in sie, im Himmel oben. Ja, wo der Gott wohnt. Sammy Klaus, darf ich dich etwas fragen? Ja. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Gott hörst? Vieles. Was als erstes? Ja, dass er immer bei uns ist. Liebe? Ja, Gott, der alles beschützt. Und dir? Einer, der im Himmel lebt. Hörst das Wort. Also bei uns, wenn wir nicht Steuern zahlen, die Freikirche, das ist schon mal ein Vorteil. Es ist alles freiwillig. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das Wort Gott hörst? Hinter dieser neuen Input-Serie, wo es um unsere Gottesbilder geht, steckt die Frage, wer ist Gott? Heute mit dem Thema oder mit dem Titel Gott ist kein Vater. Das mag vielleicht ein bisschen provozieren, Gott ist kein Vater. Es gibt dann da noch einen Nachsatz. Gott ist kein Vater im üblichen Sinne. Aha. Okay. Was denkst du, wie oft wird im Alten Testament Gott als Vater angesprochen? Kann ich mal irgendeine Zahl hören? Wie oft wird Gott als Vater im Alten Testament angesprochen? Darf ich einfach irgendetwas hineinheben? 250 Mal. Schreib das mal auf. Wer bietet mehr? A0, dann mache ich mal da unten. Jawohl. Wie viel? A0. 15.
Wer bietet noch mehr? Also jetzt haben wir das Minimum, haben wir ja. Wer bietet noch mehr als 250? Gibt es jemanden? Da traut sich niemand mehr. He? 400. Null haben wir da unten, genau. Also ihr könnt ja anfangen lesen, oder? Während ich da rede. Es geht ein Weile, bis das Wort kommt, aber es kommt schon vor im Alten Testament. Zum Verstehen, wer Gott ist, ist einmal einerseits deine persönliche Erfahrung, die zentral ist. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass Gott jedem Mensch möchte persönlich begegnen und sich offenbaren. Das prägt dein Bild über Gott. Ich weiß nicht, was du für eine Erfahrung hast mit Gott. Aber Gott möchte sich dir offenbaren, dir ganz persönlich. Und dann ist natürlich auch die Leute um dich herum, in der Kirche oder Menschen, die du kennst, die persönlich Gott erlebt haben, die dich prägen, wo dein Gottesbild geprägt wird. Oder Literatur, Bücher. Es gibt so viele gute Bücher, wo Menschen geschrieben haben, aus ihrem Leben oder aus dem Wirken von ihrer Bewegung, aus ihrer Kirche, aus ihrer Organisation, wie Gott gewirkt hat. Heute, in der heutigen Zeit. Wie eine ganze Länder, Völker, Städte verändert hat. Gottes Wirken, ganz persönlich. Aber dann hilft auch Studium natürlich mit dem Wort Gottes, dass ich lese, dass ich studiere, wie offenbart sich denn Gott den Menschen? Wie zeigt er sich? Wie hat er sich vorgestellt? Wie hat er gehandelt mit dem Volk Israel über Generationen hinweg? Heute haben wir in dem Sinne keine Erfahrungsstunde, wie wir das vor einer Woche hatten, wo viele erzählt haben, wie sie Gott erlebt haben, erfahren haben, persönlich in ihrem Leben. Heute möchte ich mehr ein bisschen graben, biblisch oder auch historisch, ein bisschen tiefer gehen. Ich bin selber angesprochen worden von einem Referat, das ich letztes Jahr gehört habe, von einem Mann aus der Vineyard-Bewegung, der zu diesem Thema etwas weitergegeben hat und ich auch einige Fakten von ihm können übernehmen. Aber es hat mich auch bestärkt in meiner eigenen Überzeugung. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Raum, euch sind die Augen verbunden und in diesem Raum sind Menschen, die miteinander kommunizieren. Da sagt zum Beispiel jemand, eine Männerstimme, «Hoi Schätzli!» Also du darfst gerne die Augen zumachen. «Hoi Schätzli, du bist heute wunderbar angelegt!» Dann merkt ihr wahrscheinlich, das ist ein Liebespaar. Das ist ein Pärchen, das sich gern hat. Oder da hört ihr eine Stimme, eine Frauenstimme, die sagt, «So Müsli, jetzt gehst du schlafen. Morgen sehen wir uns wieder.» Da wisst ihr auch, da geht es wahrscheinlich um eine Mutter, die ihr Kind ins Bett tut. Oder ihr hört jemanden sagen, «Jawohl, das wird gemacht. Bis morgen, um 12 Uhr habe ich es. Liefere ich es ab.» Das sagt etwas aus, das ist wahrscheinlich ein Chef, der da im Spiel ist und ein Angestellter. Also das zeigt etwas, da redet, wenn man miteinander redet, über Personen, über die Verhältnisse, die da sind. Und die Anrede über Gott tut auch vieles uns zeigen. Wie redet die Menschen Gott an? Wie hat er sich offenbart, den Menschen? Zeigt uns vieles über den Charakter, über das Wesen von Gott. Über all die Jahrtausende von der Menschheitsgeschichte bis hinweg ins 20. Jahrhundert hat eine Gesellschaftsform alle Kulturen von den Menschen dominiert. Das ist das Patriarchat. Das ist Vorrangstellung und Dominanz vom Mann als Vater. Das hat die Menschheitsgeschichte geprägt. Das hat auch das Bild über Gott geprägt. Und die einen von euch sind mehr oder weniger auch von dem geprägt worden. Viele Männer, auch gerade in meiner Generation, sind verunsichert, weil die Vorrangstellung, weil es die nicht mehr gibt. Und sie ihre Rolle, ihre Identität neu suchen müssen. Aber auch die Frauen sind herausgefordert, ihre Rolle, ihre Identität natürlich zu suchen oder neu zu finden. Es ist wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal aus dem Buch heraus, anspruchsvoller geworden, die Rollenfindung, als vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren. Das Patriarchat war zuallererst eine Eigentumsordnung.
Am Patriarch hat der ganze Besitz von einem Haus gehört. Also alles, was zu einem Haus gehört hat. Land, Geräte, Materialien, aber auch die Personen, die in dem Haus gewohnt haben. Wenn eine Frau hat wollte heiraten, dann hat sie müssen von einem Bräutigam ausgelöst werden, hat müssen das Brutgeld zahlen und sie aus dem Besitz von dem Patriarch auslösen. Hat sie müssen abkaufen. In patriarchalischen Gesellschaften ist es auch durchaus legitim gewesen, dass ein Ehemann mit mehreren Frauen hat können Sex haben, solange sie nicht verheiratet gewesen sind. Das ist durchaus okay gewesen. Wenn sie natürlich verheiratet war, dann hat er das Problem bekommen mit einem anderen Patriarch. Ist klar, oder? Das Patriarchat ist aber mehr als eine Eigentumsordnung, es ist auch eine Gesellschaftsordnung und eine Weltanschauung gewesen. Oder zum Teil bis heute noch. Was in der Antike als Einheit gegolten hat, da hat es kein Nebeneinander gegeben von verschiedenen Religionen oder Glaubensrichtungen oder Lebensformen, wie wir das heute kennen in unserer Gesellschaft. Es war alles vom Hausvater, vom Hausherr abhängig gewesen. Zum Haus in der Antike haben 30 bis 50 Personen gehört. Viel Kind natürlich, 3 bis 4 Generationen, unverheiratete Verwandte, Sklaven und Bedienstete. Alles ist unter dieser Vormundschaft von dem Hausherr gestanden. Der Begriff Familie ist erst viel später, im 18. Jahrhundert, entstanden. Vorher hat man einfach zum Haus gehört. Und der Hausherr, der hat das Sagen gehabt. Im Römischen Reich, im alten Rom, hat man ein neugeborenes Kind nackt vor die Füße von dem Hausvater, von dem Dominus, hergelegt. Und er hat nachher entschieden darüber, ob das Kind leben soll oder ob man soll den Tier vorwerfen oder sonst entsorgen. Hat er das Kind angelacht, hat es dürfen leben. Hat er sein Angesicht weggewendet, hat es geheißen, es muss tot werden. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Macht und die Dominanz von der ersten Sekunde an, wo ein Menschenleben geboren ist, wurde, ist es abhängig von der Gunst von dem Hausherr. Er hat nicht mal etwas müssen sagen. Er hat nur sein Angesicht abwenden und schon ist das Todesurteil gesprochen gewesen. Von dort her kommt auch der Ausdruck, sein Angesicht über jemanden leuchten lassen, im Sinn von jemandem gnädig sein. Wenn ein Kind missgebildet war, ist klar, ist es chancenlos gewesen. Spätestens nach dem dritten Mädchen hat man wahrscheinlich auch keine Überlebenschance gehabt. Bei den Buben hat man im Römischen Reich, die haben einfach durchnummeriert, Primus, Secundus, Tertius, wenn jemand noch einen Bubennamen braucht, wäre das vielleicht eine Lösung. Bei uns, bei mir, ist die Familienplanung abgeschlossen. Das Vatermodell hat man auch auf Politik umgesetzt. Also der Hausherr ist zum Modell geworden vom Landesherr oder vom Fürst, vom König oder vom Kaiser, wo hat über das Land können herrschen, über Tod und Leben vom einzelnen Bürger hat dürfen entscheiden. Und in Deutschland kennt man ja immer noch den Begriff Landesvater, oder? Also wer kennt den noch von euch, die ein bisschen aus dem Norden kommen? Hand hoch. Es gibt doch ein paar, ja? Oder auch Schweizer kennen das. Landesvater ist natürlich ein überholter Begriff heute. Entscheidend für unser Thema ist aber, dass die Gesellschaftsstrukturen vom Hausvater, vom Hausherr, haben wir übertragen auf die Götterwelt. Alle Religionen im Altertum, mit Ausnahme natürlich vom Judentum, sind viel Götter, ist ein viel Götterglauben. Also bei den Babylonier, bei den Sumerer, bei den Ägyptern, bei den Mayas. Das sind alles Religionen, wo viele Götter da gewesen sind. Für jedes Gebiet hat es einen Gott gegeben, für den Wohlstand, für die Natur, also für das Wetter, für die Liebe. Und
Bei dieser Vielfalt von Göttern hat es immer einen Gott gehabt, der Spitze. Das war der Göttervater. Der hat alle anderen Götter gezeugt. So war die Überzeugung. Also bei den Römern ist es der Jupiter, der oberste Gott. Das ist der Göttervater. Darin steckt auch das Wort Vater. Ju heisst Licht und Peter, das ist dann das Wort für Pater, das latinische Wort für Vater. Also der Göttervater ist der Erzeuger von allen anderen Göttern. Und das menschliche Verhältnis, das man aufgebaut hat, das hat man übertragen auf die Götterwelt. Und wir spüren alle, dass die Dominanz vom Vater, der Gewaltanspruch, der Herrschaftsanspruch, eine schlimme Fehlentwicklung war in der ganzen Menschheit. Wenn wir jetzt zu der Bibel gehen und schauen, Schöpfungsbericht, die ersten drei Kapitel im ersten Buch Mose, dort sehen wir etwas Entscheidendes. Als erstes kommt ja der Mann und damit auch der Vater die Rolle über und die Aufgabe, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und wir lesen dann im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 16, nach dem Sündenfall, nachdem der Mensch sich losgelöst hat und gesagt hat, ich bin autonom von Gott, ich nehme das Leben selber in die Hand, ich brauche dich nicht. Da sagt Gott strafend dann zur Frau, du wirst dich nach deinem Mann sehnen. Doch er wird über dich herrschen. Anstelle von der Rolle, die der Mann, die der Vater eigentlich hatte, von der Fürsorge, kommt das Herrschen. An der Stelle vom Kultivieren kommt das Dominieren. Das Patriarchat war nicht in der Schöpfungsabsicht von Gott. Das hat Gott nicht so gedacht. Das ist nicht Gottes Gedanke, sondern eine Folge der Abwendung vom Schöpfer. Und wie hat sich nachher die Menschheit entwickelt? Wir können das unmittelbar nachher lesen in der Bibel. Der Kain tötet Abel, eine extremste Form oder von Machtmissbrauch, über einen Menschen zu herrschen. Er bringt ihn um. Der Noah zum Beispiel verflucht einen von seinen drei Söhnen. Nur weil der ihn nackt gesehen hat, weil er als Patriarch so wichtig ist, oder? Verflucht er ihn, weil er ihn nackt gesehen hat. Eine totale Fehlentwicklung. 1. Mose 10, 8 zum Beispiel. Lesen wir nachher weiter. Kusch war auch der Vater von Imrod, dem ersten Gewaltherrscher auf der Erde. Zuerst herrschte er über die Städte Babel, Erech und Akkad. Von da aus zog er in das Land Assur und gründete dort Ninive. Da beginnt die Spirale anzudrehen von der männlichen Dominanz und von der Herrschaft, von der Macht, die viel Unheil angerichtet hat in dieser Welt. Neben dem Sündenfall gibt es natürlich auch weitere kulturgeschichtliche Gründe, die zur Vorherrschaft vom Mann geführt hat oder die das bestärkt hat. Vielleicht einfach drei Gründe, ganz kurz zusammengefasst, die noch interessant sind. Auch um das zu verstehen, wieso dass es sich so entwickelt hat. Einerseits die körperliche Überlegenheit vom Mann. Also wir reden da nur von der körperlichen Kraft, nicht vom Intellekt. Die körperliche Kraft ist auch heute noch so. Darum sind Disziplinen im Sport, zum Beispiel auch im Ski Alpin, wo jetzt aktuell ist, da ist immer noch ein Trend, oder? Weil der Mann einfach körperlich mehr Kraft hat. Dann ein zweiter Grund, die Frau war natürlich als Haus gebunden gewesen, mit Kinderziehen beschäftigt gewesen. Wenn man sich vorstellt, dass eine Frau zwischen 10 bis 20 Kinder hatte in der Antike, dann war sie hauptberuflich schwanger und dazwischen am Stillen. Und oft länger natürlich, als heute wir das gewöhnt sind. Oft länger als ein Jahr gegangen. Eine Frau ist ca. mit 14 Jahren dann verheiratet worden
Und dann hat es keinen Raum gegeben für Bildung, für Philosophie, für Kunst, für Politik, irgendwie sich dort einzusteigen. Darum gibt es praktisch oder fast keine, nur ganz, ganz spärlich, Frauen, die sich dort irgendwie haben können betätigen. Und viele Mütter sind ja auch beim Gebären dann gestorben, mit dem x-ten Kind ihr Leben gelassen. Und dann gibt es einen dritten Grund, der noch ganz wichtig ist, ist, dass die Eizelle ist für das Auge unsichtbar. Man ist davon ausgegangen, dass Sperma in die Frau hineingeht und dort in der Gebärmutter einfach ernährt wird und dann das Baby heranwächst und dann geboren wird. Aber es ist alles 100% vom Mann. Die Frau tut das nur ernähren. Merkt ihr? Es gehört alles am Mann. Die Frau ernährt das Kind nur. Und die erste Erfindung vom Mikroskop 1827, wo man die Eizellen hat entdeckt von der Frau, hat man gemerkt, aha, Moment, da kommt ebenso viel auch von der Frau, von der weiblichen Seite. Und das hat dann Gleichberechtigung eingeläutet. Aber bis dorthin ist die ganze Welt, das ganze System aufgebaut auf dem Hausvater, auf dem Landesvater und auf dem Göttervater. Und jetzt machen wir einen Sprung ins Alte Testament und schauen uns mal an, wie verhält sich das dort. Natürlich wissen wir, das Alte Testament war geprägt vom Patriarchat. Abraham, das ist ein typischer Patriarch. Die Gesellschaftsstruktur des Volkes Israel war nicht wesentlich anders als das der anderen Völker. Doch gibt es einen entscheidenden Moment, wie sich Gott offenbart hat in der Geschichte des Volkes. Und zwar dort, wo das Volk Israel die schlimmste Form des Patriarchats erlebt hat, in der Gefangenschaft in Ägypten, wo sie unterdrückt worden sind. Und wenn man dort das anschaut, dann haben wir auch wieder die Struktur. Zuoberst ist der Göttervater. Das war der ägyptische Sonnengott, der Re. Und sein Sohn war der Pharao, der Landesvater, der mit harter Hand die Israeliten versklavt hat und sich zu eigen gemacht hat. Und gesagt, das sind meine Leute. Das sind meine Sklaven. Und dann hat es auch den Hausherr gegeben. Das ist der, der dann ganz lokal vor Ort Befehl oder die Anweisungen umgesetzt hat. Und die Israeliten sind gefangen gewesen in dieser Vaterstruktur, in dieser Vatergewalt. Von dem Göttervater, von dem Landesvater. Und sind 400 Jahre haben in dieser Struktur gelebt. Und dann erscheint an Mose Gott. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dann ist ja klar, dass der Mose dann fragt, Moment mal, wer bist denn du? Wenn ich jetzt zum Volk gehen soll und sage, mir ist Gott erschienen, wer bist du? Wie ist dein Name? Sie werden mich fragen, wer hat zu dir geredet? Was für ein Gott? Wie heisst denn der? Und ist das vielleicht auch schon so gegangen, dass wenn er 400 Jahre niemand mehr, also jemanden nicht mehr gesehen hat, mag noch ein guter Kollege sein, aber 400 Jahre ist recht eine lange Zeit. Nachher dachte ich, ja, sag mir noch mal deinen Namen. Ich weiß wirklich, ich mag mich nicht mehr erinnern, wie du heisst. Das würde euch wahrscheinlich auch so gehen, oder? Und so ist Mose auch gegangen und hat gesagt, wer bist du? Und dann gibt ja dann Gott eine Antwort. Ganz eine interessante. Und er offenbart sich eben nicht als jetzt! Ich bin der oberste Vater von allen Göttervätern. Er übernimmt nicht die Struktur. Er offenbart sich ganz anders. Er offenbart sich nicht als übermächtiger Vater. Wie? Auf das wir die nächste Sonntag noch ein bisschen eingehen. Aber entscheidend jetzt ist, aus dieser Exodus-Erfahrung heraus ist nachher der jüdische Glaube entstanden oder hat sich dann entwickelt.
Auf dem hat Gott nachher aufgebaut. Und der jüdische Glaube ist keine Vaterreligion. Gott hat extra einen Kontrast setzen zu dem Patriarchat. Das mag vielleicht komisch tönen, aber wir schauen jetzt einmal den Namen Gottes an, wie Gott sich vorstellt im Alten Testament, seinem Volk gegenüber, das er auserwählt hat und wie das Menschen ihn angesprochen haben, denen er sich offenbart hat. Am häufigsten wird Gott in der Bibel, also im Alten Testament, mit einem Namen angesprochen. Das ist ein Name wie Andi, das ist kein Titel, sondern ein Name. Und der heisst Jahwe. Über 6800 Mal wird Gott als Jahwe bezeichnet. Wir merken das kaum, weil in unserer Übersetzung, im Deutschen, da wird Jahwe meistens oder ganz konsequent sogar mit Herr übersetzt, mit Herr wiedergeben. Darum merken wir das nicht. Aber das ist Jahwe. Jahwe ist ein Name. Jahwe ist der Gott von Himmel und Erde. Jahwe, das ist unser Gott, der die Bibel inspiriert hat. Das ist der Gott vom Abraham, vom Isaac, vom Jakob. Jahwe. Dann haben wir einen zweithäufigsten Namen, das ist Elohim. Das ist jetzt einfach ein Titel, das heisst einfach Gott. Dann am dritthäufigsten Adonai, das heisst Herr. Dann viertens Zebaot, Herr der Herrscharen, wird das so übersetzt. Oder dann auch König. Gott wird auch häufig als König noch angesprochen. Und jetzt, wie oft wird Gott als Vater angesprochen? Wenn man denkt, das ist der wichtigste und allermeiste Begriff in der Götterwelt dazumals. Jetzt stellt sich da Gott als Jahwe vor. Und der Vater, der Begriff Vater, der ist die seltenste Gottesbezeichnung im Alten Testament. In der Tora wird einmal Gott als Vater angesprochen. Und in den Psalmen, im Gebetsbuch eigentlich von den Juden, vom Volk Israel, da wird zweimal Gott als Vater angesprochen. Es gibt jetzt schon mal drei. Ich kann die Stelle euch nächsten Sonntag auf den Sonntagszettel abdrucken. Könnt ihr die mal noch nachlesen? Ist noch interessant, die mal ein bisschen näher anzuschauen. Insgesamt wird Gott im Alten Testament, und da hat heute Joe den Preis gewonnen, er ist auch auf der Bibelschule gewesen, wie ich auch, auf der Griechen sogar. 15 Mal wird Gott im Alten Testament als Vater angesprochen. Das Dumme ist nur, dass die Bibelschule nicht mehr gibt, gell, Joe? Sonst würden wir alle dorthin schicken. Gott hat sich ganz bewusst abgrenzt von der damaligen patriarchalen Gesellschafts- und Herrschaftsform. Er hat sich nicht einreihen in die Götterväter, in die Gewaltherrscher, in die Despoten, in die Unterdrücker, die die Menschen nur versklaven tut und als Bedienstete anschauen. Gott tritt viel mehr auf gegen die Väter als Befreier. Als Befreier von seinem Volk, der sie rauslöst, rauskauft aus dieser Struktur vom Patriarchat. Mit dem verzerrten, dominanten Vaterbild hat Gott wie sich distanzieren und den Begriff wie auslaufen lassen. Und er hat 2000 Jahre gewartet und dann mit Jesus ist jemand gekommen, der den Begriff wieder neu gefüllt hat. Im Neuen Testament, also allein in den Evangelien, in den 4 Biografien von Jesus, dort tut Jesus Gott 170 Mal als Vater bezeichnen. Es wird eigentlich der zentrale Begriff,
wo Jesus braucht, um seinen Vater zu beschreiben. Und er tut den Begriff wie neu füllen, wie neu definieren. Und er beschreibt ja den Gott im Himmel mit ganz vielen Bildern, mit Geschichten. Wenn man nur denkt an den Vater, der die zwei verlorenen Söhne hatte, der gewartet hat, bis sein verlorener Sohn wieder zurückgekommen ist. Und wo der Sohn, der daheim war, die ganze Zeit und dann angefangen hat, den Latsch zu machen und gesagt, ich bin zu kurz gekommen, da ist der Vater auf ihn zugegangen. Jesus bezeichnet Gott als Vater. Und er geht sogar noch weiter, er steigert den Begriff Vater noch, indem er Gott als Abba ansprechen tut. Abba ist so die zärtlichste Form von Vater. Es ist wie ein Kosename, wo eine Tochter ihrem Daddy oder ihrem Vati gibt, wenn sie ganz besonders auf den Schutz oder auf die Fürsorge von ihm angewiesen ist oder dankbar ist. Und so hat Jesus auch in dem Moment von der grössten Bedürftigkeit Gott als Abba angesprochen. Als Daddy, als liebender Vater. Dort im Garten gibt es immer nicht. Markus 14, 36. Abba, Vater, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Das einfach mal so ein bisschen für heute. Ich möchte nächsten Sonntag gerne das ein bisschen vertiefen, wie sich Gott offenbart hat. Und was hinter dem Namen Yahweh steckt. Aber heute ist das gerade mal genug so. Gott stellt sich also in der Bibel vor, gibt sich einen Namen, Yahweh, als krasser Gegensatz zum Patriarchat. Er grenzt sich zu der dominierenden Herrschaftsstruktur der Väter ab und offenbart sich an Mose als ein Gott, der sich zu den Schwachen stellt. Ein Gott, der den Schwachen beistehen will. Und erst 2000 Jahre später nimmt eigentlich die Bibel, Gott, Gottes Geist, den Begriff wieder neu auf, Vater, und füllt ihn neu, indem Jesus Gott als Vater beschreibt, als einen fürsorglichen, liebevollen, barmherzigen Vater. Ein Vater, mit dem er eine innige Beziehung haben kann, eine persönliche Beziehung. Abba, Vater. Und ich wünsche dir an diesem neuen Jahr, dass du gerade diesen Vater kannst entdecken kannst und vielleicht auch dein Vaterbild kannst korrigieren lassen. Dort, wo du ein verschobenes Vaterbild hast, dort möge Gottes Geist dir helfen, dass du den Gott ein Stück weit neu kannst erkennen. Und dass du den Vater in diesem neuen Jahr kannst erleben als ein Vater, der an deiner Seite ist, der für dich sorgt, der alles gibt, was du brauchst. Aber der auch auf dich hört und auf deine Gebete möchte antworten, auf deinen Glauben möchte reagieren. Ein Vater, der es gut meint mit dir. Ich möchte beten. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unsere Herzen berührst. Dass du unsere Bilder auch korrigierst über dich. Dass wir dich als Gott, als Vater neu dürfen entdecken. Als ein Vater, der uns an die Hand nimmt, der uns umarmt. Als ein Vater, mit dem wir eine Beziehung haben können. Persönlich können austauschen. Und wo wir uns auch dir anvertrauen können. Danke vielmals, dass du uns dich offenbarst. Amen. Wir haben so die Tradition, dass wir am Anfangsjahr Losungen ziehen. Das machen wir auch heute wieder. Wir werden jetzt im ersten Lied Losungen durchgeben. Die kommen da durch die Reihe durch. Das sind so Kärtchen mit Bibelvers drauf. Ihr dürft gerne ziehen. Eins für euch, Kind.
Sie haben das unten im Kids-Treff einfach zur Information für die Eltern und dürfen natürlich auch für andere Leute ziehen, wenn ihr das möchtet. Und auch von Gott etwas erfragen, dass Gottes Wort zu euch redet und euch ermutigt fürs neue Jahr.